Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, und herzlich willkommen zurück zu Battlefleet Gothic Armada 2. ja, wir haben eine Niederlage einstecken müssen in der letzten Folge. Ganz, ganz knapp, und zwar wirklich eine sehr spannende Runde. Wir beenden mal diesen Zug. Ah, das machen wir dann gleich mit dem Autokampf. Also Auto, nicht mit den nicht mit den Autos kämpfen, sondern mit der Auto, mit dem automatischen Gefecht. Okay. Wir können auch hier. Nein, wir bauen nochmal nicht aus. Genau. Was ich mir angeguckt habe, sind die Skills bzw. die Bewaffnung habe ich mir ein bisschen angeguckt. Ich gehe nochmal zurück und gehe hier mal in die Werft. Und dann schauen wir mal. Also wir haben zwei Bewaffnungen, ne? Wir haben hier diesen sogenannten Blitzbogen-Batteriewerfer. 30 Damage. Recast Time sind 14,25 Sekunden. Das feuert schneller und macht dafür nicht ganz so viel Schaden. Da kommen wir Lirum Larum ungefähr auf dasselbe DPS quasi, also Damage per Second, raus. Wir haben halt hier eine Reichweite von 13.500. Und jetzt nochmal Gedankenbogen zu diesem Zurückrufen von den Einheiten, ja. Weil da machen dann diese Hit-and-Run-Taktiken, was heißt nur da, die machen auch so Sinn, aber dann haben wir unser Mutterschiff, da erhöhen wir dann die Reichweite nämlich von unseren. Das kommt dann nach noch, das würde ich auch gern machen, aber das mache ich noch nicht. Sondern, obwohl es schon geil ist, ne? 100% Crit, ey. Sollen wir das dann doch machen? Ich wollte eigentlich, hatte ich überlegt, das hier, dass wir hier auch 13.500 Range haben. Und dann halt echt so auf Max-Range bleiben können. Auf der anderen Seite ist die Frage, inwieweit wir wirklich auf Max-Range bleiben können. Denn zum Beispiel das Imperium hat natürlich diesen, diesen Turbo-Boost, ne? Also die kommen dann schon an uns ran und auch irgendwelche unentdeckten Schiffe oder so. Also ich glaube, das lässt sich sowieso nicht unbedingt aufrechterhalten. Dann machen wir das so. Dann machen wir erhöhen. Ach nee, Moment, doch. Erhöht die Chance auf kritischen Schaden, genau, ja. Von Blitzbögen. Yep. War das jetzt irgendwie cool? Was haben wir dann? Galvanische Gravitationsprojektor. Okay. Dann brauchen wir natürlich. Das ist unser Anführer. Ein neues Schiff. Und wir könnten dann. Naja, haben wir nicht genug Geld. Ist auch okay. Also brauchen wir jetzt auch nicht sofort. Wir können 4 Escort-Schiffe nämlich hier noch rein tun. Ich bin ein bisschen irritiert gerade. Achso, nee, bin ich gar nicht. Oh Mann. Ein Knoten im Kopf. So, okay. Escort-Schiff. Das hat ein bisschen mehr, ja, ich nenne es mal Power-Level oder Stärke-Wert. Wir gucken mal. Mut 50, Verteidigungstürme 4. Auch ein Blitzbogen-Artillerie. Hülle 400. Identifikationsreichweite 9000. Na, ist dann schon geil. Aber das machen wir dann als nächstes, wenn wir die Range der Blitzbögen erhöhen. Das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, ja, die Escort-Schiffe. Weil wir können dann außerhalb der Identifizierungsreichweite bleiben, also getarnt, können eine Salve abfeuern, Feuer einstellen, abdrehen, wegporten oder so, ne, und sind wieder raus. Also da ist dann das noch ein bisschen geiler mit dem Hit and Run. Der hat einfach weniger Türme, dann nehmen wir natürlich die. Die haben ja auch die Sonde, genau. Nicht Sonde, sondern wie heißt das? Scanner, okay. Hm. Eins. Ja, und mehr geht auch gar nicht. Okay. Dann sind wir schon am Limit. Dann machen wir mal bestätigen. Ist ein bisschen dünn mit einem Escort-Schiff. Gefällt mir nicht so. Sollen wir hier reparieren oder so? Warte mal. Guck mal, wie sieht denn die andere Flotte aus? Also nicht, wie die aussieht, sondern in was im Zustand die ist. Genau. Okay. Ne, dann machen wir das so. Zack. Und dann können wir vielleicht doch hier ausbauen. Ich guck mal, was gibt es? Ah. Hui. Das gibt schön viel Ressourcen. Hier muss man draufklicken. So. Gucken wir mal, können wir noch was ausbauen? Schauen
Schaltet dann ja, wenn man Stufe 3 erreicht hat. Also das sind erstmal nur Kosten, aber was ist das dann? Ionenpanzerung Upgrade. Sollen wir das schon mal ansteuern? Das sind zwar jetzt erstmal nur Kosten, aber das hört sich ziemlich cool an. Was haben wir hier? Unfertige Pylonen. Senkt die Chaosbedrohung. Brauche ich nicht unbedingt. Ja, machen wir mal. Ich hätte mir bei der Musik, die gefällt mir wirklich gut, ich hätte mir da aber ein bisschen Abwechslung. Ist es jetzt blöd nur mit einer Flotte? Komm, wir nehmen die zweite, die kriegt ja auch Erfahrung. Die kriegt ja auch Erfahrung, so Autoschlacht. So, zack. Und damit haben wir die Quest erfüllt. You exceed my expectations. You have delivered the lessons in respect and caution this day. And if those lessons are not taken to heart, all who oppose my will shall perish. Indeed, the recent awakenings have drawn mankind's restless eye. The servants of the formless horror will not be far behind. We shall be ready. Indeed. I cede command of a new fleet to aid your purpose. Das Erwachen. Oh, jetzt geht's aber los hier. Das Erwachen. Feron Kefrek aus der vor kurzem erweckten Nefero-Dynastie hat seinen Nemesor Amakum, dem Sammler, befohlen, wieder die Herrschaft der Dynastie über die vor langer Zeit verlorenen Systeme in den Sentinel Worlds herzustellen. 300 Ruhmpunkte, sehr schön. Eine neue Flotte erhalten. Ist als Verstärkung eingetroffen und wird im Covered Rift System des Sentinel Worlds Sektor oder. Okay. Heldenerneuerung verbessert. Senkt die Anzahl der Züge, bevor ein neuer Necron-Anführer. Ah. The boundaries of this sector chafe at me. Is it proper that an eminence such as mine be thus confined? It is not, Great One. Then we are of one mind. Reclaim the neighboring Dolan Gate, so that distant worlds might come to know my greatness. It shall be as you command. Tread carefully, Nemesor. So forthright a move is likely to draw the gaze of the Aldari. Do you question our Pharaoh's command? I merely counsel caution. Arrogance is a poor shield. I cannot defy the Great One. His will is supreme. As you wish, Nemesor. As you wish. So, wir haben eine neue Quest. Feron Kefrek hat Amakum, dem Sammler, befohlen, das stillgelegte Dolmetor Embrace-Sektor wieder zu aktivieren. Dadurch können sich die Nefero in den Chin-Chair-Sektor ausbreiten, trotz der bedrohlichen Anwesenheit der Eldari in diesem Gebiet. Das wird die letzte. Ups, ui. Ah, jetzt können wir auch rauszoomen. Super. Geil. Nice, nice, nice. Okay, das ist quasi die Galaxie hier. Sehr schön. Sehr schön. I like this. Okay, dann können wir den Zug beenden. Ja, dann können wir hier noch ein bisschen Ressourcen farmen, sozusagen. Ui. Zug Nummer 7. Okay. Das wird auch ein Kinderspiel. Das wird nicht das Problem. Jetzt will ich mal gucken. Das war hier mit den. Ja. Das dauert noch. Wie steigert sich das hier eigentlich? Muss ich dazu irgendwas machen? Oder ist das einfach ein. Dauert das einfach 4 Züge? Oder wie ist das? Weiß das jemand? So, wir können hier ausbauen. Stillgelegter Landeplatz. Oh, das gibt schön viel Ressourcen. Oh, das sind. Das sind Konstruktionspunkte.
von die Reise zu anderen. Ah ja. Strategische Position. Eine Raumstation zu bauen, wenn das System Stufe 3. Das würde ich ganz gerne machen. Schlagkraft, zumindest für diesen Subsektor, haben wir noch genug. Das machen wir. Und dann haben wir immer noch ein bisschen Geld. Sind immer noch nicht ganz hochgereckt. Um ein neues Schiff zu bauen. Nee. Das ist die Anführerflotte hier. So. Genau. Und dann bauen wir hier nochmal ein Escort-Schiff. Ah, nee, da sind wir dann drüber. Shit. Ah, das ist echt tricky. Okay, dann doch mal bei der anderen Flotte gucken. Aber da haben wir eigentlich... Sehe ich auch irgendwie nicht. Okay. Dann bauen wir mal weiter dieses Thema aus, würde ich sagen. Und reisen schon mal hier rüber. Tut es eigentlich Not, dass man auch irgendwie hier schnell voranschreitet oder so? Oder was ist das hier? Man hört die Truppenregeneration aller verbündeten Schiffe. Oh, fett. Ja, das ist geil. Eine Raumstation können wir jetzt hier bauen. Das würde ich dann auch machen. Können wir nächste Runde... Wir machen jetzt 139 aktuell. Und wenn wir jetzt hier ausbauen für 150... Wie viel kostet die Welt? 300 waren das jetzt, ne? Nee, hier. 200. Und wenn wir jetzt hier erhöhen auf... Ja, dann... Lirum Larum. Na, das passt nicht ganz, ne? Da haben wir dann 60 Ressourcen mehr. Dann haben wir 199. Ach, Kacke. Okay, aber wir machen es trotzdem. Erhöht die Reparaturrate. Und dann, ja, aber wir haben noch 3 über. Ach, sehr schön. Ne, dann passt das doch. Zack. Oh, okay. Ah, krass. Ah, ich bin echt mega gespannt, wie sich die Kampagne hier noch entwickelt. Naja, dann kommt, ihr Kinderlein, kommt. Das heißt doch jetzt, dass die hier zu mir wollen, oder nicht? Sieht so aus. Okay. Dann bauen wir hier unsere Starbase. Die Raumstation wird aufgestellt, um das zentral eingenommene Gebiet bei Schlacht im System zu verteidigen. Raumstationen sind schwer bewaffnete Defensivstrukturen, die automatisch auf feindliche Ziele feuern, die sich in Reichweite befinden. Die Raumstation wird automatisch repariert, wenn sie die Schlacht übersteht. Ah ja. Wird sie zerstört, kann ich aber 3 Züge... Okay, wieder aufgebaut. So, das machen wir mal. Wir sind ja auch hier ganz gut befestigt. Wir beenden mal den Zug. Verstärkung. Oh, die haben aber jetzt da Truppen rangeführt, ne? Die haben da jetzt Truppen rangeführt, aber wir sind trotzdem sehr viel stärker. Es wäre aber trotzdem zu überlegen, wie kann man denn... Kann man... zum Flaggschiff machen? Nee, reparieren? Nee, zurückziehen? Entlassen Sie das Schiff? Wer das? Nee. Wie kann ich denn ein Schiff zu einer anderen Flotte verschicken? Das muss doch auch irgendwie gehen. Neues Schiff. Das reparieren. Ne? Weil ich würde ganz gern, ja, einen leichten Kreuzer hier rauslösen. Vielleicht hier irgendwie? Nee, ist ja Quatsch. Ich bin ein bisschen irritiert, muss ich sagen. Flotten? Hier vielleicht? Wenn wir jetzt... Nee. Okay.
Okay. Mal Kooperation. Was ist das? Ach, geil. Stimmt, man kann das ja im Koop spielen. Wie ist das? Spielt man dann eine Fraktion oder kann dann der Kollege eine andere Fraktion nehmen und man verbündet sich? Okay, nice. So. Ja, okay, also wer weiß es, der kann es gerne mal sagen, wie man... ein Schiff hier rauslöst. Vielleicht Rechtsklick? Nee. Gibt's doch nicht. Geht es gar nicht? Hm, na gut. Was haben wir hier? Haben wir ungefähr 470 Punkte. Ja, come on, ey. So, oh, aber hier ist ein Minenfeld. So. Können noch weiter ausbauen. Was haben wir denn hier noch? Imperialer Widerstand. Hört die imperiale Bedrohung im Sektor jener Fraktion, die das System kontrolliert. Aha. Agent des Chaos. Die Chaosbedrohung. Kernwelt. Wir sparen mal. Ich würde gern einen Kreuzer dann kaufen. Wir gehen mal hier auf Schlacht. Ja, machen wir Automatik. Automatische Schlacht. Was heißt das? Leider zwischen... okay. Oh. Ja, ist wahrscheinlich effizienter, ne? Wenn man das selber spielt. Aber nee, wir haben gar kein Schiff verloren. Aber mir wäre es gar nicht so unrecht. Also hätte es auch nicht so schlimm gefunden, wenn der weg wäre. Kann man auch irgendwie den Anführer irgendwie anklicken? Irgendwie nicht, ne? Was ist das hier? Position beschützen. Ja, das können wir hier. Die können das mal machen. Zack. Und dann ziehen wir uns mit... Ne, wir haben keine Bewegungspunkte mehr. Beenden wir mal den Zug. Und wisst ihr was? Das... Also es kann sein, dass ich jetzt hier totalen Unfug mache. Aber es, ich würde gerne einen Kreuzer, ne, als Flaggschiff haben. Aber selbst wenn ich jetzt... den hier kille. Das kann doch jetzt nicht das probate Mittel sein, dass ich hier einen Kreuzer zerstöre. Ich mach das jetzt einfach, zack. Und das ist wahrscheinlich, ja, ich bin da drüber. Boah, sinnbefreit, ey. Also, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Vielleicht bin ich aber gerade irgendwie zu blöd, das zu sehen. I don't get it. Aber voilà. Ach Gott. Jetzt zoome ich, versuche ich mal rauszuzoomen und dann bin ich aber auf der Übersichtskarte. Okay, wir haben ja auch eine neue Flotte, die hier gespawnt ist. Leichter Kreuzer. Das kann der Kugel der Wiederbelebung, aha. Von Necron-Schiffe mit leichten oder schweren Verlusten. Sehr cool. Wir schicken dich mal hier hin. Zack. Und dann bewachst du einfach mal diese Position. Muss ich das nochmal anklicken? Nee, ne? Weil das ist ja wichtig hier, diese Welt, ne? Und wir beenden den Zug. So, wir haben Zug 10. Nochmal wieder auf die, oder? So, dann gehen wir mal hier drauf. Gucken mal, was wir hier erobern müssen. Chincher. Jubal. Hier. Ah ja. Ah, das sind ganz ordentliche Schiffe jetzt hier.
Da warten wir nochmal. Es ist ein bisschen unbefriedigend gerade, muss ich sagen. Wir ziehen auf jeden Fall unseren Anführer mal zurück. Und dann ziehen wir den auch zurück. Das macht natürlich eher Sinn, dieses System hier zu bewachen. So. Und es ist der Kampferfahrenere, ne? Die sind allerdings noch nicht ganz hochgekriegt. Dann bleibt er hier auf im Bewachmodus. Was ist dann? So, das ist halt schon ganz schön viel. Ne? Wenn ich dich jetzt hier rausmache, das reicht nicht. Nee, zurück. Ja, doch, das ist dann auch weg. Super. Boah, Mann, ey. Der Schiffskiller, echt. Was ist das denn gerade für ein Fail? Sorry, Leute. Ja, Fantastico. Und skillen kann ich den noch nicht, ne? Na gut. Ja, das war wenig glorreich, was wir hier gemacht haben. Und wir verpassen ihm jetzt hier zwei Escortschiffe. Der ist auch noch nicht repariert hier. So, aber jetzt. Wir haben halt jede Menge Chuxe jetzt, ne? Wir verdienen auch richtig. Oh, ne, jetzt. Das mit dem Router, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. So. Das ist eine etwas konfuse Folge. So, also. Dann bauen wir jetzt mal fleißig Systeme aus. Stehe wieder. Zack. Das hört sich fantastisch an. Heute jede Menge Ressourcen, ne? Wir sind das Ressourcenmonster dann, ey. Ja, okay. So, jetzt gucken wir mal, was das jetzt verändert hat. Können wir jetzt... Hier. Nee, das ist unser Skill. Wo ist denn jetzt diese Panzerung? Wo ist jetzt diese Panzerung? Nun gut, also, ich werde hier offscreen mich nochmal ein bisschen schlau machen. Also, ich bin wirklich irritiert. Also, wir haben jetzt hier, oh Gott, meine Güte, ey. Das wäre ganz gut, wenn das Spiel einem vorwarnen würde, dass man hier gleich aus dem Sektor rauszoomt. Aber am besten das Rad gar nicht anfassen hier, wenn man hier auf der Karte ist. Wir haben jetzt hier diese Panzerung aktiviert. So. Wenn die... Ist es dann hier, oder was? Keine Ahnung. Könnt ihr ja mal schreiben, wenn ihr da irgendwie ein bisschen schlauer seid als ich. Also, ich stehe irgendwie gerade total auf dem Schlauch und entweder stelle ich mich total blöd an oder es ist nicht möglich, Schiffe innerhalb der Flotten hin und her zu schieben, was ich nicht so cool finden würde. Das würde immer bedeuten, man muss die abwracken, um Platz machen für ein neues Schiff. Ne? Also, das würde ich wenig flexibel und wenig geil finden. Ausbedrohung. Und ich werde offscreen hier nochmal ein bisschen ja, mir das angucken, recherchieren und so weiter. Und hier können wir auf jeden Fall noch eine Geschützplattform bauen. Und dann werden wir in der nächsten Folge, ja, in den nächsten Subsektor springen und da ein bisschen Bambule machen. Sorry, dass das jetzt irgendwie so eine verplante Folge war. Aber, naja, ich werde mich mal ein bisschen schlau machen. Ich hoffe, du bist trotzdem bis zum Schluss dabei geblieben. Und nächste Folge geht's dann wieder rund. Lass mir einen Daumen da. Ansonsten rechts unten Abo-Button und so. Ganz Gelaber. Kennst du ja. Ich bin der Basti, ich bin hier raus und ich sage ciao, ciao.